Wir sind wach und wir haben richtig geiles Sommerwetter und wir werden hier von diesen kleinen Fliegen belästigt. Die stören uns. Die sind die ganze Zeit auf unser Kopf raufgefallen und raufgeflogen und sowas. Und das ist jetzt gerade schon wieder so schön warm wie in Hochsommer ungefähr. Und wir werden auch eine Runde chillen und ich werde auf jeden Fall nochmal im Fluss reinspringen, damit ich da meinen Kopf reintunken kann. So, Frühstück wird angebraten. Und zwar Essen von gestern. Das werden wir, das ist unser Frühstück für heute. Weil das ist ein voll cool Frühstück. So, Frühstück ist fertig. Wir haben gerade gefrühstückt und der D3 scheppert wieder vernünftig. So, als ich mein Fummel schon wieder ausgezogen habe. Und das hier, das ist ein portugiesischer Fluss. Und das hier, das ist ein richtig fettiger portugiesischer Krebs. Der ist richtig fett. Und der sieht richtig portugiesisch aus. Guck mal, hier vorne sind noch mehr diese portugiesischen Krebse oder Humor oder was das sein soll. Die sind richtig fettig und sowas. So, ich bin jetzt im portugiesischen Fluss drin. Ich habe im portugiesischen Fluss Blubberblasen gemacht. Und das ist ein ziemlich kalter Fluss, weil das Wasser bewegt sich. Und hier sind ganz viele dieser Fische und sowas. Genau, das sind portugiesische Fische. Die schwimmen hier rum. Mein Koffein ist fertig. Ja, draußen eine Tour Kaffee zu saufen ist geil. Vor allem, wenn das Wetter so geil ist. Da ist das noch geiler, draußen Koffein zu saufen. Ich bin gerade ganz gemütlich am Koffein trinken. Immer noch. Und guck mal, wir haben diese Temperatur hier. Das ist Portugal-Wetter. So muss das sein. So gehört sich das. Das ist richtig geil. Das ist einfach geil, oder? Unglaublich. Ja. So ein Wetter hätte ich gerne in Deutschland. Perfektes D3-Schepperungswetter. Ich mag das. Ich werde jetzt noch ganz entspannt mein Koffein austrinken, Zähne waschen und dann die Sachen zusammenpacken und dann laufen wir nach Richtung Atlantischen Ozean. So, die Sachen sind gepackt. Der ganze Müll ist da drin. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zum nächsten Biergeschäft. Der nächste Biergeschäft sollte ungefähr 11 Kilometer von hier entfernt sein, laut Google. Genau, da laufen wir jetzt hin. Guck mal hier. Ich werde jetzt gleich meinen ersten Sektpower machen. Geprost! Ich werde jetzt einen Sektpower machen gehen. Ich grüße dich, mein Feuerhäschen. Geprost. Jetzt wird ein Bierpower gemacht. Ich grüße Serino 242. Guck mal, hier vorne sind portugiesische Bäume. Diese portugiesischen Bäume, die sind hier so abgeholzt und sowas. Als ob die Vorhaut verlieren. So ungefähr. Hier sind noch mehr von diesen portugiesischen Bäumen. Die sehen alle so aus, als ob die ihre Vorhaut gerade verlieren. Scheiße, meine erste Speicherkarte ist gerade abgeraucht und da kommt jedes Mal SD-Kartenfehler, wenn ich den reinstecke und versuche zu filmen. Und ich hoffe, dass ich die Videodateien alle heile auf meinem PC später drauf bekomme, wenn ich dann irgendwann nach der Reise wieder zu Hause bin. Und ich habe noch zwei andere Speicherkarten, aber ich bin mir unsicher, ob die bis zum Ende ausreichen. Das heißt, es könnte sein, dass ich eine neue Speicherkarte noch kaufen muss. Das ist richtig widerlich. Das ist richtig ekelhaft, dass die Speicherkarte gerade abgeraucht ist. Vor allem, das war so eine 400 GB Speicherkarte gewesen. Und vor allem diese Speicherkarte, die habe ich gerade erst neu gekauft. Gerade vor wenigen Wochen. Die habe ich vielleicht nur ganz wenig benutzt. Weil das ist richtig widerlich, dass die abraucht. Und guck mal, hier vorne läuft ein Drachen rum. Hier laufen ganz viele Drachen rum. Ich habe gesehen,
dass dieser ganze Baum voll Drachen war. Aber als ich die Kamera rausholen wollte, dann war die Speicherkarte kaputt. Deswegen konnte ich das nicht dokumentieren. Das ist richtig Analabfall. Guck mal, das hier, das sind portugiesische Straßen. Und die Luft ist richtig geil. Obwohl das so eine wunderschöne Temperaturen sind, so eine richtige voll cool, die Dreischöpferungstemperaturen, ist die Luft überhaupt nicht schwül oder so, sondern total angenehm. So sollte es immer sein. Guck mal, das hier, das ist portugiesisches Wasser. Und den werde ich jetzt trinken. Hier ist portugiesisches Wasser, das schmeckt irgendwie cool. Und guck mal, das hier, das ist Jakobsweg. Mit dieser Jakobsmuschel. Der führt hier direkt durch. Und wir sind immer noch auf der Suche nach einem Mülleimer. Wir haben immer noch keinen gefunden. Wir laufen hier die ganze Zeit durch diese Ortschaft durch. Und hier ist immer noch kein Mülleimer. Und hier wachsen, weiß nicht was rum. Melonen oder keine Ahnung. Melonen. Guck mal hier. Was für welche? Wir haben Mülleimer gefunden. Hier werden wir unser Müll reinschmeißen. Hier gibt es glaube ich kein Pfand oder so. Also zumindest steht hier drauf, dass das zum Wegschmeißen ist. Also, weil sonst hätte ich das Ganze neben den Mülleimer hingestellt. So, wir stehen gerade vor einem Markt, den wir vor dem, was wir navigiert haben, gefunden haben. Also laut Google sollte hier ein Markt sein, aber der existiert gerade nicht. Deswegen müssen wir weiter suchen. Da müssen wir noch länger warten, bis wir Bier und nochmal Sachen kaufen gehen können. Da vorne soll wohl noch einer sein. Ja, prüfen, ob der existiert. So, wir haben hier einen Kiosk gefunden und hier kostet ein Bier 1 Euro. Jetzt haben wir gekühltes Bier und darauf werde ich erstmal ein Bier trinken. Geprost! Ich glaube, das ist dasselbe Bier, was ich gestern geholt habe. Ich muss sagen, das kann man gut trinken. Die, die uns beim Kiosk gerade bedient haben, die können kein Wort Englisch oder so. Und mein Englisch ist auch scheiße. Deswegen musste man sich mit Händen und Füßen verständigen. Das war lustig. Und hier wachsen überall hier diese komischen Palmen rum. Guck mal, das da vorne, das ist eine portugiesische Tankstelle. Und ich habe gerade die portugiesische Tankstellentoilette zugeschissen. Und anders wie in deutschen Tankstellen braucht man dann nicht nach dem Schlüssel oder so nachfragen. Sondern die Toilette ist einfach geöffnet, man kann einfach reingehen und Scheiße machen. Das gefällt mir. Das spart Zeit ein. Deswegen ist das gut. Guck mal ab. Scheiße, wir haben nur noch 2,5 Stunden Zeit, bis wir zu dieser Supermarkt bei diesem Biergeschäft ankommen müssen. Und wir haben noch fast 10 Kilometer zu laufen. Oh Scheiße, Google hat uns in die falsche Richtung geführt. Und wir sind hier in so ein Feld, Gewächshaus oder so gelandet. Und wir kommen hier irgendwie nicht weiter. Das heißt, wir müssen vielleicht den gesamten Weg bis zur Ortschaft wieder zurücklaufen. Um dann einen anderen Weg zu nehmen. Herr Goldmann guckt da ganz hinten, ob da irgendwie ein Weg ist. Aber falls nicht, dann ist das richtig beschissen. Also werden wir da nicht weiterkommen. Weil dann werden wir den Supermarkt nicht pünktlich erreichen. Und deswegen hoffen wir, dass hier irgendwie, wenn Herr Goldmann da vorne geguckt hat, dass man da unter einen Zaun klettern kann, damit wir da auf dem Weg kommen, wo wir lang müssen. Wo uns Google die ganze Zeit hinführt. Also versucht hinzuführen. Wir haben uns das jetzt anders überlegt, und zwar wir laufen jetzt schon wieder zum portugiesischen Kiosk zurück, um dort ein paar Bier zu kaufen und ein bisschen Fleisch, weil wir haben keinen Bock zu hetzen. Ja, wir haben gar keine Zeit so ungefähr. Und das wird zeitlich nicht passen. Und genau, jetzt laufen wir zurück zum Kiosk mit der Hoffnung, dass der immer noch offen hat. Und noch ein bisschen Nachschub zu holen, weil ich ein Gehirnabzess bin. Komm, auf der gesamten Straße gibt es keine Fußwege, aber wir haben da drüben, also da hinten,
Da ist ein Zebrastreifen. Aber ich habe keine Ahnung, was die für einen Nutzen haben, wenn hier keine Fußwege vorhanden sind. Genau, wir laufen jetzt wieder zurück zu diesem Kiosk. Mit der Hoffnung, dass der noch offen hat. So, wir sind wieder zurück beim portugiesischen Kiosk und wir haben gerade eingekauft. Und guck mal, wir haben hier Bier gekauft und noch mehr Sachen. Und das hier, weil das da drin irgendwie dunkel ist, habe ich nicht so richtig gesehen, was das hier ist. Und ich dachte die ganze Zeit, das wäre Hähnchengeschnetzeltes, weil hier ein Hühnerkopf vorhanden ist. Aber das sind Garnelen. Das heißt, wir werden heute Garnelen mit Champignons, also Champignons habe ich ja gestern gekauft, und Paprika und Zwiebel. Das werden wir später fressen, also mit Nudeln. Und guck mal, weil langsam die Dunkelheit einkehrt, also die Sonne, die geht immer weiter runter. Und wir laufen jetzt zum nächsten Fluss, um dort einen Pennplatz zu suchen. Damit wir dann später schon wieder so ein Festmahl zubereiten können. Guck mal, Trecker. Das ist ein portugiesischer Trecker. Geprost. So, wir haben gerade Bier die Garnelen eingepackt. Und nochmal Sachen. Und wir laufen jetzt zum, wie heißt das Ding nochmal? Zum Lima? Zum Fluss, um dort den Schlafplatz auszusuchen. Das ist gut. Das rockt. Guck mal hier. Das sieht nach Fluss aus, nach diesem Fluss, wo wir hinlaufen, um dort zu pennen. So ähnlich wie in der letzten Nacht. Bloß an einer anderen Stelle. Dann laufen wir jetzt nach da lang durch. Das ist richtig geil. Das ist genau Lima heißt dieser Fluss. Ja, Mann. Ich muss pinkeln. So, wir gelaufen jetzt zum nächsten Fluss und wir werden jetzt nach dem Schlafplatz suchen gehen. Und ich bin gerade schon wieder zu faul, um irgendwie Licht anzumachen. Deswegen diese dunkle Aufnahme. Aber genau, wir laufen jetzt zu dieser Stelle, wo wir später pennen gehen. Das wollte ich Bescheid gesagt haben. Ach so, es ist dunkle geworden. Also, die Sonne ist untergegangen. Das wollte ich auch gesagt haben. Das ist richtig geil. Nicht so gut, ne? Der Herr Goldmann möchte ein kleines Feuer hier machen. Direkt am Fluss. Also da vorne, wo schwarz ist, da ist Fluss. Und genau hier direkt an diesem Sandstrand möchte Herr Goldmann ein bisschen Feuer machen. So, jetzt brennt Feuer. Das ist Dave Goldmans Feuer. So sieht das aus und nicht anders. Genau so sieht Dave Feuer, Goldmans mir, Feuer aus. Bruder. Und so chillen wir jetzt gerade. Und ich schlafe hier mit der Hoffnung, dass die nächste Nacht nicht regnet. Genau, deswegen bin ich hier. Nur aus diesem Grund, aus keinem anderen Grund. Das ist mein Pennplatz. Und prüfen, ob das die nächste Nacht nicht regnet. Die Sonne strahlt auf unseren Kopf. Das ist portugiesische Sonne. Yeah! Das ist richtig geil. Und wir haben hier gepennt. Da hängt der Herr Goldmann und ich habe genau hier auf dem Boden gepennt. Also da, wo diese ganzen Spinnen und sowas in meinen Mund reinkrabbeln konnten. Und genau, hier vorne ist eine Spinne. Also so etwas ist die ganze Zeit in meinen Mund reingekrabbelt. Seht ihr das?
Das sind portugiesische Spinnen. Herr Goldmann war gerade da drüben im Fluss drin. Und ich werde jetzt erstmal Fressen machen. Jawohl. Die Nudeln, die sind zwar noch nicht so weich wie mein Kopf, aber die werden weicher. Die bilden sich da, die pflanzen sich zu dorthin fort. Und wenn die dann so weich sind wie mein Kopf, dann sind die fertig. Dann wird der Rest hier gebraten. Diese portugiesische Garnelen mit portugiesischer Zwiebel, portugiesischer Champignons und portugiesische Paprika. Das wird danach gebraten, wenn die Nudeln dann gleich fertig sind. Ach ja, ich muss da noch Salz reinmachen. Ich hatte die Nudeln gesalzen. Jetzt werden hier diese Garnelen drauf gemacht. Und Zwiebel und Champignons und Paprika. Das ist Portion 1, was angebraten wird. Und danach kommt Portion 2. Guck mal, diese ganzen portugiesischen Fliegen, die fressen unsere zweite Portion auf. Das heißt, dieser Fressen, der muss schneller fertig werden, damit nicht zu viele Fliegen das hier fressen. Und die sind hier auch drauf. So, Fressenportion 1 ist fertig. Das wird jetzt gefressen. Das ist portugiesisches Fressen. Der Koffein ist fertig. Ja, draußen in der Natur Koffein zu saufen ist geil. Und Herr Goldmann, der läuft da im Wasser rum, in diesem portugiesischen Fluss. Der ist da drüben, genau. Da sind gerade zwei größere Tiere hier vorbeigeschwommen. Jetzt aber schnell, bevor die dich schnappen. Das war echt gefährlich, oder? Weiß ich nicht. Klar. Wir sagen einfach, das ist gefährlich. Ja, normal. So, die Sachen sind gepackt und bei uns mangelt es an Wasser. Das heißt, wir laufen jetzt zu irgendeinem Einkaufsladen, um dort Wasser zu holen. Und Bier. Wir sind gerade dabei, zu dieser Ortschaft zurückzulaufen, wo wir gestern waren, damit wir dort Wasser holen können. Weil das ist scheiße, wenn man hier, wenn man Durst hat. Ich glaube, 1 Kilometer ist doch ungefähr, bis wir dort angekommen sind. Und wir haben da eine Tankstelle gefunden. Und ich war ja gestern an der Tankstelle drin gewesen. Und vielleicht kann man dort Wasser auffüllen. Aus dem Leitungswasser. Also aus dem portugiesischen Leitungswasser. Also Toilettenleitungswasser. Ja, Wasser ist ganz wichtig. Wir haben zu wenig eingekauft gestern. Und ich brauche einen Bankautomat, wo ich Geld herunterladen kann. Weil ich habe leider kein Geld mehr im Portemonnaie. Und manche Läden nehmen keine EC-Karten an. Wie zum Beispiel dieser Kiosk von gestern. Und ach so, wir brauchen einen Mülleimer, um das hier und das hier wegzuschmeißen. Das ist auch ganz wichtig. Das hier, das ist portugiesische Komposthaufen. Hier wurden Palmen und andere Pflanzen hingestellt. Also portugiesische Pflanzen. So, wir sind in dieser Ortschaft angekommen, wo wir gestern waren. Und wir finden immer noch keinen Mülleimer. Obwohl wir schon tief in der Ortschaft drin sind. Hier ist ja weit und breit wirklich kein Mülleimer. Richtig widerlich. Also wir sind ganz tief hier in diese Ortschaft reingelaufen. Und wir haben endlich Mülleimer gefunden. Das sind portugiesische Mülleimer. Das geht da ganz tief rein. Und jetzt sind wir auf der Suche nach Wasser.
Guck mal, wir sind an dieser Tankstelle, wo ich gestern reingeschissen habe. Und da haben wir gerade unsere ganzen Wasserflaschen aufgefüllt. Und in der entgegengesetzten Straßenseite, da war so eine portugiesische Bank gewesen. Da habe ich ein bisschen Geld runtergeladen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Gebühren das kostet oder ob das überhaupt Gebühren kostet. Aber ich habe da Geld runtergeladen, damit ich ein bisschen Bargeld habe. Und jetzt laufen wir zu diesem Laden hin, wo wir Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen können. Ich bin richtig ranzig. Ich bin ein räudiger Typ. So, wir sind gerade beim Kiosk, also da, wo wir gestern schon zweimal drin waren. Und wir haben hier Bier und sowas gekauft. Und ein bisschen Nudeln und sowas hier. Das hier ist das Eis, das ist gekühlt. Das hier, das ist gekühlt. Das werde ich jetzt trinken. Weil ich gerade Bock drauf habe. Gib Prost. Ist irgendwie wie so ein Joghurtdrink. Ist auch richtig gut. Guck mal, da ganz hinten. Das sind portugiesische Berge und wir laufen in diese Richtung hin und wir laufen jetzt erstmal zur Richtung Fluss, also oder diese, wo diese Richtung, wo die Berge sind. Und dann pennen wir heute schon wieder irgendwo. Ihr habt ja vorhin gesehen, wie ich meine Bierflasche in den Mülleimer reingeworfen habe, in diesen tiefen Mülleimer. Und guck mal hier. Das hier da vorne, das ist ein Müllabfuhr. Und der macht diesen ganzen Müll von da unten rein. Der hat hier so eine Gabel und sowas. Damit das gemacht wird. Und hier ist eine Ratte. Der Herr Goldmann hat den Rad geholt. Das ist richtig geil, das ist amüsant, so einen portugiesischen Müllabfuhrwagen anzugucken. Portugal ist immer für eine Überraschung gut. Guck, wie es einlädt, Alter. Bam, Junge. Das sind Riesencontainer. So ein Feuerball. Ja. Das ist ein richtiger Vollfettcontainer, was der sich da rausgefischt hat. Das ist portugiesischer Mülltransporter. Hier Müllabfuhr heißt das, genau. Komm, jetzt die ganzen Hunde hier vorne. Wir waren alle gefangen. Wir werden euch retten, keine Sorge. Also Portugal ist ein schönes Land, aber nicht für sowas. Und das ist echt verdammt scheiße. Ich bin ein ziemlicher Tierfreund und das macht keinen Spaß, das anzusehen. Heule. Oder wie das heißt. Die heulen. Wir heulen alle zusammen hier. Das gehört sich so nicht. Das muss weg. Das muss richtig weg. Guck mal, hier vorne sind Hundefiguren. Und wir haben ganz viele Hunde gesehen, die eingesperrt sind. Und das ist überhaupt nicht gut. Und hier sind überall bellende Hunde. Hier vorne geht's zu Teil 3 vom Portugal Road Trip. Aber falls dieser noch nicht veröffentlicht sein sollte, kommt hier stattdessen der bekloppteste Vlog von ganz Dortmund. Da war Dave Goldmann auch dabei gewesen. Gebt euch das!